welch eine Stimme. Die ist sogar denen ein Begriff, die mit Oper sonst so gar nichts anzufangen wissen. Worin besteht die Faszination dieses Mannes, der bei allen, die ihn kannten, und sogar bei denen, die ihn nicht mehr persönlich kannten, so viel Bewunderung auslöst? Er ist und bleibt in einem Bächlein Hände, da schoss ihn froher ein, die launische Forelle vorüber wie ein Fein. Ich stand an dem Gestade und sah ihn süßer herum. Er trat auf die Bühne. Und nach seinen ersten 10 Takten, die er gesungen hatte, waren wir alle restlos begeistert, besonders ich. Denn er hatte eine einmalig schöne Stimme, dieses Wohllaut seines Timbres. Gott, dafür kann man nichts, das hat ihm der liebe Gott, die Natur geschenkt. Er sang total richtig, meines Erachtens. Er hatte nicht eine einzige Schwachstelle. It's a universal voice, you know, it's a voice with the best of everything. It's just a wonderful, wonderful voice. I would not say that's a German singer. No, I would say that's a tenor. That's a great, amazing tenor. Er war ja der Liebling von allen dann und künstlerisch war er der Beste und er ist ja bis heute nicht ersetzt, wenn wir ehrlich sind. Für mich ist der Wunderlich nicht ersetzt. Ein Städtchen liegt im Pfälzerwald. Mitten im Musikantenland in Kusel in der Westpfalz kam Wunderlich zur Welt. Welche Stadt besitzt schon ein Lied, das ihr der größte Sohn gedichtet, komponiert und auch noch gesungen hat? Wohin meine Träume gehen. Nahe am Rathaus mit dem Glockenspiel, das jeden Tag das Pfälzer Heimatlied anstimmt, liegt das Kuseler Stadtmuseum. Hier hat die Fritz-Wunderlich-Gesellschaft gesammelt, was es an Tonträgern, Bildern, Plakaten und Kostümen gibt. Immer noch eine Pilgerstätte für Verehrer aus aller Welt. Mein Kusel in der Pfalz. Das Geburtshaus, wo der große Sänger am 26. September 1930 geboren wurde, ist seit einigen Jahren renoviert. Im Inneren allerdings erinnert nichts mehr an die einstige Gastwirtschaft der Eltern. Mein Kusel in der Pfalz. Beide waren hochmusikalisch und vererbten ihr Talent weiter. Tragödie in der Kindheit? Der Vater nahm sich 1935 das Leben. Fritz war 5. Die Mutter brachte die Familie mühsam durch. Es waren schwere Zeiten. Der junge Fritz trug schon bald mit Musik zum Lebensunterhalt bei, wie so viele seiner Freunde im nicht umsonst Musikantenland genannten Kuseler Umland. Dabei war es zunächst nicht der Gesang, der Geld in die Haushaltskasse brachte. Der Tausendsasser beherrschte mehrere Instrumente, gut einsetzbar bei Tanzabenden in der Nachkriegszeit. Als sein künstlerischer Entdecker kann Emmerich Smola gelten, der langjährige Leiter des Rundfunkorchesters Kaiserslautern. Ich fuhr dann nach Kusel und da in einen Wirtshaussaal. Auf der Bühne, da stand dann dieser Studentenchor. Und die Zwischentexte, diese kleinen solistischen Sachen, da kam immer einer vor, der eine herrliche Stimme hatte, der wunderbar sang, kurze Hosen anhatte und es war im November. Und ich sagte dann, dort haben sie mir aber einen Sänger unterschoben, ne? Solchermaßen ermutigt und auf Empfehlung des damals in Kusel tätigen Musikpädagogen Josef Müller-Blattau fuhren Mutter und Sohn nach Kaiserslautern. Und da kam es dann zu einem Gespräch und die Frau sagte dann, ja, also der Müller-Blattau hat mir erzählt, dass sie so begeistert waren von dem meinem Jungen. Und jetzt haben wir gedacht, fahren wir mal zu ihnen, damit sie uns einen Weg zeigen, wie das eigentlich ginge, etwas anders zu machen. So, das ist ganz einfach. Da rufen wir gerade mal die Musikhochschule in Freiburg an und fragen mal, nicht? Ja, sagt sie, aber das ist nicht so einfach, wir haben kein Geld, also ich kann das nicht bezahlen. Dann sage ich, da werden wir fragen, ob es einen Freiplatz gibt. Einen Freiplatz gab es zwar nicht,
Trotzdem wurde Freiburg 4 Jahre lang die musikalische Ausbildungsstätte für Fritz Wunderlich. Die Musikschule war damals im Wenzinger Palais untergebracht. Heute beherbergt der prächtige Rokokobau das Stadtmuseum. Gesang schien dem jungen Fritz eine unsichere Sache. Er belegte deshalb zunächst im Hauptfach, man höre und staune, Waldhorn. Im Jahre 1950 kam Fritz Wunderlich nach Freiburg an die Musikhochschule. Ich war damals Dozent für die Fachklasse Waldhorn. Er studierte im Hauptfach Waldhorn. Schon das erste Begegnen mit ihm war sehr erfreulich. Er war hochmusikalisch und hatte schon ein wenig Horn geblasen und hatte auch schon ein wenig gesungen. Die erste Begegnung war sehr schön für mich, das ist ganz unvergesslich, denn sein Horn, der sah so etwas marmoriert aus. Ich fragte ihn, was mit dem Horn wäre. Und da sagte er zu mir, da wäre ein Lastwagen drüber gefahren und er hätte es wieder ausbauen lassen und für 5 Mark gekauft. Gesangsstunden folgten bei der blinden, renommierten Musikpädagogin Margarete von Winterfeld. Sie wurde auch zur Vertrauten, wird in Briefen als hochverehrte Meisterin angesprochen. Ja, wenn ich von Wunderlich sprechen soll, dann muss ich anfangen mit dem Termin der Aufnahmeprüfung in Freiburg an der Hochschule, wo er mit 20 Jahren hinkam und ein Schubert-Lied vorsang mit einer schönen, aber noch sehr ungepflegten Stimme und dann sagte, war wohl sehr schmalzig, was? Na, das will ich ja hier jetzt lernen, das ist, wie man es anders macht. Zum Abschluss ihres Studiums führten die jungen Musiker Mozarts Zauberflöte auf. Fritz Wunderlich sang die Rolle des Prinzen Tamino. Beinahe so etwas wie ein künstlerisches Déjà-vu. Aber der Reihe nach. 1955 ging es nahtlos ins erste Engagement und gleich an eines der renommiertesten Opernhäuser der Republik. Stuttgart wurde Ausgangspunkt einer nur 11 Jahre dauernden Weltkarriere. Am Anfang hieß es erstmal kleine Brötchen backen. In Karl Orffs Antigone steht der junge Sänger noch in den Reihen des Chores. Bald erscheint sein Name aber prominent auf den Theaterspielplänen. Es war der Mainzer Josef Traxel, damals Starttenor in Stuttgart, der Wunderlich zum Durchbruch verhalf. Durch vorgetäuschte Heiserkeit ermöglichte er dem Nachwuchssänger dessen große Chance als Tamino in der Zauberflöte. Es wurde die Rolle seines Lebens. Dies Bild, dies ist bezaubernd schön, wie noch kein Auge je gesehen. Natürlichkeit der Stimme, viel Gefühl im Ausdruck, der ganze Wunderlich in einer Arie. Ist für mich unvergesslich, wenn er die Bildnisarie, dieses Bildnis ist bezaubernd schön, wenn er das Bild anschaute. Er hat nämlich noch echt auch geglaubt und dadurch hundertprozentig erfühlt und erfüllt, was er gesungen hat. Und ich habe auch immer zwischen ihm, zwischen seinem Singen und dem Komponisten Mozart Parallelen gezogen. Auch seine Art, wenn er lustig war, war immer eine kleine Träne dabei. Und umgekehrt, wenn er mal so traurig oder am Boden zerstört war, war immer noch ein kleines Lächeln dabei. Und vielleicht hat er deshalb die Figuren, die Partien, die Kompositionen von Mozart so perfekt und wunderschön interpretieren können.
Stuttgart traf Fritz Wunderlich auch auf die Liebe seines Lebens. Die Harfenistin Eva Jungnitsch wurde erst seine Braut, dann seine Frau und schließlich die Mutter seiner Kinder. Eine glückliche Ehe ohne Skandale und ein Ankerplatz in einem doch rastlos getriebenen Künstlerleben. Der Familienmensch Fritz Wunderlich blieb Kusel treu, besuchte regelmäßig die Frau Mama. Der Vogel küsste ihre Hand, Madame, und träumes war ihr Mund. Ich bin Ehefrau Eva Wunderlich lebt heute in Bayern. Doch das hat seinen Grund. Was sind das für Bilder? Wie ist das entstanden? In einem Fotoautomaten in London am Flughafen. Er hat immer gern so ein bisschen komödiantisch so etwas gestaltet, wenn er sich da reinsetzte. Das machte ihm Spaß und ich habe dann gestört mit der Hand und dann hat er mich reingezogen und so ist es entstanden. Ein Kuss? Ja. Wie stark in Erinnerung? Ja, ganz gegenwärtig, wenn ich die Bilder sehe, das ist wie gestern oder wie heute. Bei allem Ruhm blieb der sympathisch bescheidene Mann bodenständig. Ein liebevoller Familienvater mit drei Kindern. Nesthäkchen Barbara hält mit Bruder Wolfgang das künstlerische Erbe wach. Zum 80. Geburtstag bringen die Geschwister eine umfangreiche Dokumentation heraus. Er war irrsinnig intensiv. Meine Mutter hat gesagt, das waren 10 Jahre der grenzenlosen Übermüdung, an seiner Seite zu sein. Weil er musste in seiner Freizeit auch noch alles Mögliche machen. Ein Beispiel in Wien, Palestrina, das war eine große Nummer, sehr, sehr schwere Partie. Mhm. Er hat sich nebenbei ein Mikroskop gekauft und hat dann im Hotelzimmer Kieselalgen gezüchtet, um die zu mikroskopieren. Er hat gekocht, er hat Freunde gekocht, er hat viele Hobbys gehabt, fotografiert, gefilmt. Fritz Wunderlich hat nicht nur selbst gern fotografiert und gefilmt, er war auch ein begehrtes Fotomodell. Viele Schnappschüsse gehen auf den Münchner Fotografen Gerd Sies zurück. Das war mein erstes Foto von Fritz Wunderlich bei den Salzburger Festspielen 1959. Da hat er den Henry gesungen und die ganze Reporterschar, die stürzte sich auf den Hans Hotter, der damals schon berühmt war, und der Wunderlich stand daneben. So, doch wie man es hier sieht, mit der Hand am Mund, mei, ob ich wohl auch einmal so berühmt werde, sagte er das so in seinem breiten, pfälzisch-mündnerischen Gemischdialekt. Ja, und da sehen wir ihn, wie er zur Harmonika greift und beim Schlachtfest einfach für seine Gäste singt. So volkstümlich war er auch. Der gefeierte Tenor blieb immer der Fritz aus der Pals. Ein paar Faxen für die Kamera, ein unkomplizierter Typ ohne Allüren, gesellig und munter. Er war so ein echter Pelzerbub. Er hat das Leben genommen, wie es halt gekommen ist. Ich glaube, er hat sehr gern und sehr konzentriert gelebt. Ich hatte manchmal das Gefühl, er hat im Unterbewusstsein geahnt, es ist ihm nicht viel Zeit geschenkt. Er muss möglichst alles schnell mitnehmen. Er hat zum Beispiel nie 5 Minuten still auf dem Stuhl sitzen können. Nach 3 Minuten schon hat man gemerkt, Jesus, jetzt reißt ihn. Und dann muss er singen oder dann muss er Harmonika spielen oder irgendwas muss er tun. Oder er sprang mit gleichen Füßen auf den Tisch und hat gesteppt. Wissen Sie, irgendwo war er für mich ein echtes Phänomen. Rundum beliebt, bei seinem Publikum wie bei seinen Kollegen. Wir waren zum Beispiel bei Gottlob Frick in Württemberg. Da haben die dann im Garten hinten abends miteinander Volkslieder gesungen. Das halbe Dorf stand am Zaun. Und das hatte ein Akkordeon sich wieder zugelegt. Und es kam öfters vor, wenn sie dann beieinander waren, auch mit Hermann Brey, dass sie miteinander schlichte Volkslieder gesungen haben und viel Freude hatten dabei. Und er war ein leidenschaftlicher Jäger in der pfälzischen Heimat.
waren wir oft in diesem Häuschen nach der Jagd, wenn er einen Rehbock geschossen hatte und so weiter. Das waren dann schöne Erlebnisse. Und ich habe meinen besten Bock geschossen, Rehbock geschossen, in meinem Leben von seiner Schulter runter. Abends saßen wir zusammen, da habe ich gesagt, Fritz, wenn du deinen ersten Rehbock schießt, entweder schießt du vorbei oder vor lauter Aufregung musst du ein paar Mal absetzen und ansetzen und sagen, das gibt's bei mir nicht, wette. Und wir haben dann gewettet, eher für 5 Flaschen Sekt und nicht für 5 Flaschen Bier, weil ich in der Lage war, 5 Flaschen Sekt zu bezahlen. Und dann gingen wir morgens raus auf den Hochsitz und da stand der Bock auch gleich da, denn ich wusste ja, wo er geht. Da habe ich gesagt, Fritz, schießen. Und er legt dann an und ich habe dann geschaut und kam kein Schuss. Auf einmal sagt er zu mir, Luft holend, Hambe, hast du die 5 Flaschen Sekt. Künstlerisch gab es nur eine Richtung, bergauf. Salzburg lockt 1959. Der berühmte Karl Böhm schickt ein Telegramm. Eine verbindliche Zusage wird gefordert. Fritz Wunderlich zögert. Die angebotene Partie aus der Richard-Strauss-Oper Die schweigsame Frau gilt sowohl als anspruchsvoll wie auch als undankbar. Doch die Salzburger Festspiele, das bedeutet gesellschaftlicher Glanz und künstlerische Anerkennung. Es war kaum möglich, so ein Angebot auszuschlagen und Wunderlich sagte zu. Neben dem künstlerischen Erfolg brachte die Verpflichtung noch einen privaten Gewinn. Er lernte den Sängerkollegen Hermann Prey kennen. Die beiden wurden Freunde fürs Leben. Ich erinnere mich noch genau, wie damals Fritz ins Zimmer kam, so aufgedreht und frisch und komprimierte Kraft. Ich war etwas verzagter, weil ich zum ersten Mal in Salzburg war, er auch zum ersten Mal. Wir haben ja beide dort unser Debüt gehabt in dieser Oper. Aber er schien mir so wenig ehrfürchtig vor dieser großen Aufgabe. Und ich dachte, der muss wohl sehr gut sein, wenn er eben so gleich einen Witz gerissen und so weiter. Die haben einfach Spaß miteinander auf der Bühne gehabt und haben sich gegenseitig geliebt und bewundert. Darum wurde ich zu der Grippe, bravo, 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 er führt uns zum Ziel, ja, ja, darum wurde ich zu der. Und wenn die zwei auf der Bühne standen, sprudelte die gute Laune nur so über. Da hatten sich zwei gesucht und gefunden und ergänzten sich perfekt. Mir war am wohlsten, wenn er gut war und er wahrscheinlich, bei ihm war das wahrscheinlich genau dasselbe. Und so haben wir uns versucht, gegenseitig zu ergänzen und haben uns gegenseitig beobachtet. Er hat mir enorm viel stimmliche Tipps gegeben, die, glaube ich, für meine Karriere in den letzten Jahren sehr entscheidend waren. Während ich vielleicht ihm mehr Anregung geben konnte, was die schauspielerische Seite betraf. Bald kamen Auftritte in Fernsehen und Radio dazu. Wunderlich hat nichts ausgelassen und immer wieder erstaunt er mit seiner Vielseitigkeit. Hier an der Seite von Ingeborg Hallstein in einer Fernsehinszenierung der verkauften Braut. Ein Termin jagt den nächsten. Oper, Liederabende, Rundfunkaufnahmen. Wunderlich kennt keine Berührungsängste. Der Hit Granada, tausendfach gesungen, wird in seiner Interpretation zum Ereignis. Deshalb mögen viele Menschen auch heute noch Fritz Wunderlich. Er hat auch Schlager gesungen und die mit der gleichen Perfektion. He puts his heart
and the same attention in the words and everything, the way he does it in the opera, in the Lieder, in the classical field, he did it also for the crossover. And then it works, because it's with the same attention and with the same heart and with the same love. München, eine weitere wichtige Station im Bühnenleben von Fritz Wunderlich. Erstaunlich ist die riesige Palette seiner Rollen. Als lyrischer Tenor war er der Beste seiner Zeit. Für den selbstbewussten Star-Tenor Luciano Pavarotti war Wunderlich, so sagte er in einem Interview, sogar der größte Sänger aller Zeiten. Niemals mehr durch eine Trennung, mehr durch Freuden oder Leiden meiner Seele Feuer sich verzieren. Das war schon wunderbar, mit ihm zu singen. Ich war also ganz geehrt und glücklich und stolz. Und wir waren ja nun auf der Bühne ein Liebespaar. Und es war so ein lustiger Kollegenflirt. Und ich weiß, dass mein Mann richtig, also mein damaliger Verlobter, richtig eifersüchtig wurde und sagt, guck mir den Fritz nicht immer so an. Also waren schon sehr liebevolle und schöne Gefühle mit auf der Bühne dabei. Man konnte gar nicht anders, als sich den Fritz Wunderlich verlieben. Die Interpretation des Eugen Onegin gilt als ein Höhepunkt in Wunderlichs Karriere. Was wird der neue Tag mir bringen? Umsonst versuche ich es zu sehen. In tiefem Dunkeln. Die Schönheit seiner Stimme, sein angenehmes Timbre, nie aufdringlich, das sanft fließende, das vom Herzen strömende, das Aufrichtige seiner Rollengestaltung, das alles ist wunderlich. Vielleicht trifft mich das Los zu sterben. Vielleicht erstrahlt mir neu der Tag. Wien darf natürlich im Reigen der großen Opernhäuser nicht fehlen. Die Wiener gelten als das schwierigste Publikum der Welt. Mit einem Lied kann Wunderlich schon mal auftrumpfen. Wien, nur du allein sollst stets die Stadt meiner Träume sein. Dort, wo die In Wien schadet es nicht, wenn ein Kollege beim Entree behilflich ist. Wir waren zusammen vor vielen, vielen Jahren, es war im 1956, waren wir zusammen in Rom an der Oper engagiert für die Zauberflöte. Er als Tamino und ich als Papageno. Und ich habe ihn also dort zum ersten Mal nicht als Mensch, sondern auch als Künstler kennengelernt. Und er hat mir so enorm dort gefallen, dass ich die Idee gehabt habe, ihm zu sagen, ob er nicht Interesse hätte, an das berühmte Institut, dieses hier, nach Wien, an die Wiener Staatsoper engagiert werden möchte. Ich kannte damals, bin mit unserem Direktor sehr gut gestanden und also er war begeistert von der Idee. Und ich habe meinem Direktor kurz nach unserem Gastspiel also ihn aufmerksam gemacht auf diesen bezaubernden Sänger Fritz Wunderlich. Und die Folge war, dass Fritz Wunderlich kurze Zeit später als Tamino hier gastiert hat und im Nu die Herzen der Wiener erobert hat. Aber auch in anderen Rollen. Hab ich jetzt den Wicht zerrissen, kommen wir zu anderen Schlüssen, kommen wir zu anderen Schlüssen. Heimlich mit Schlichen und Kniffen wollt ihr mich hintergehen. Doch darauf wird nun gepfiffen, denn ich werfe ihn hinaus. In einer Zeit, wo Sänger nur Sänger sein mussten, durchbricht er die Schablone und weiß, als Darsteller zu gefallen. Mit Charme, Witz und Selbstironie. Schauspieler, das konnte er also auch. Die Wiener Herausforderung aber heißt Palestrina. Für die schwierige Titelpartie in der Oper von Hans Pfitzner war Fritz Wunderlich eigentlich noch viel zu jung. Auf der Besetzungsliste die Crème de la Crème der deutschsprachigen Opernszene. Wunderlich mittendrin. Ja,
Er besteht auch in dieser Rolle und macht sie mit einer von Wehmut durchdrungenen, abgeklärten Interpretation zum Ereignis. Erholung sucht die Familie in den Ferien in den österreichischen Alpen. Der Herr Wunderlich, der ist gekommen und hat gesagt, ich bin der Fritz. Und mein Mann hat gesagt, und ich bin der Sepp und alles ist in Ordnung. Der Fritz, inmitten eleganter Autogrammjägerinnen, der Pfälzerbub. So haben ihn viele in Erinnerung. Unkompliziert, ein Star zum Anfassen. Dann das Schicksalsjahr 1966. Die Metropolitan Opera New York ruft nach Fritz Wunderlich. Ihr Chef, der Österreicher Rudolf Bing, will den Ausnahmekünstler. Das ist schon ein Ritterschlag gewesen, dass man ihn da, weil er der beste deutsche Tenor seiner Zeit war. Wunderlich tritt das Engagement nicht mehr an. Vor dem Sprung über den großen Teich will er bei einem Jagdausflug mit Freunden entspannen. Das Unfassbare geschieht. Am 17. September, kurz vor seinem 36. Geburtstag, stürzt der Künstler eine Treppe hinab und erliegt in einer Heidelberger Klinik seinen Verletzungen. Das hat natürlich alle traumatisiert. Mein Vater war so eine Art Zentralgestirn der Familie. Er war auch ein sehr energievoller Mensch und es drehte sich natürlich alles um ihn. Und von heute auf morgen durch diesen Unfall so plötzlich, das war natürlich ein großer Schock. Er hat ein erfülltes Leben gehabt, keinen Misserfolg und so, war glücklich in seiner Kunst. Der Mythos des frühen Todes, das verbindet Fritz Wunderlich mit Mozart und Schubert, die er so gerne sang. Aber es ist auch eine Parallele zu Ikonen unserer Zeit, wie James Dean oder Jim Morrison. Und wie diese ist er nicht vergessen. Seine Stimme ein Geschenk an die Nachwelt. Deutlich hier.